Hey Leute, willkommen zurück zu Dishonored, The Knife of Dunwall. Aktuell befinden wir uns im überschwemmten Bezirk in unserem Hauptquartier und müssen den Angriff der Aufseher zurückschlagen, dieser blöde Aufseher Hume hier oben. Den müssen wir noch in den Hintern treten. Gleichzeitig auch unsere Kollegen befreien, beziehungsweise unsere Untergebenen, die anderen Assassinen. Die sind hier überall gefangen. Was, Whisky und Zigarren? Ja, ja, macht ihr mal. So, hier war nämlich noch einer. Ach ne. Ja, Musikbox-Typ. Oh Gott, hör mir auf. Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Oh Mann, ist das. Na. Lass doch nochmal auf damit. Er ist erledigt. Kann wohl nicht mehr kämpfen. Oh oh. Klar, dass sie im Schatten bleiben. Ja, hättest du wohl gerne. Ich hoffe mal, der bleibt da jetzt stehen. Oh, warte mal, ich habe eine lustige Idee. Hihihihi. Sie werden sich erinnern. Die Männer, die Downs Assassinen. Die finden sich schon. Oh, wie schön, wenn sowas funktioniert, Leute. Na? Meine Hände sind gefesselt. Binden Sie mich los. Okay. Ich schaffe es. Ich erwarte Ihr Signal. Alles klar, Kumpel. Was heißt Kumpel? Ihr seid meine Untergebenen. Warum sage ich immer Kumpel? Ich bin viel zu nett zu euch. Kein Essen. Wenn ihr euch nochmal gefangen nehmen lasst. Schneller Pirscher. Was haben wir denn da? Mit weggesteckten Waffen erhöht sich deine Geschwindigkeit. Ja. Ich glaube, wenn ich Gegner trage, kommt das vielleicht ganz gut. Ketzerisches Artefakt. Bitte verwahren Sie dieses übernatürliche Artefakt. Es wurde bei einem von Dauds Männern im Trainingsbereich des Handelsgebäudes gefunden. Im zeitweiligen Hauptquartier sollte sich eine Kiste für Gegenstände dieser Art befinden. Legen Sie es dort ab, nachdem Sie es ins Fundbuch eingetragen haben. Aufseher Marcus. Okay. Okidoki. Sag mal, ist dieser Hume etwa in meinem Büro oder was? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, mein Freund. Was machst du denn da? Drehst du dich gerade an die Wand? Das finde ich super. Ja, das finde ich super, mein Freund. So, jetzt können wir es nämlich gleich mal im Exempel testen. Oh, seht mal, wie schnell ich jetzt laufe gerade. Guckt euch das mal an, mit einem Kerl auf den Schultern. Ich will gar nicht wissen, was der wiegt. Und ja, und schon bin ich viel langsamer. Na gut, ich habe auch die Waffe jetzt gezogen wieder. Aber das ist ja Voraussetzung hier. Na, dreh dich mal weg. So, Kumpel. Du bist auch mal beseitigt. Ich leg die jetzt alle schön unten zu seinen Kameraden hier. Zu ihren Kameraden, besser gesagt. Guck mal, da verschwindet immer einer. Kann das sein? Eben waren es schon drei und jetzt sind es wieder drei. Oh, das reicht ja. Ah, Musikbox-Schwein. Wenn ich den schon sehe, ne, dann werde ich... bisschen aggressiv. Ich mag die Typen überhaupt nicht. Die sind eigentlich total unfair. Wenn der nicht wäre. Wenn der nicht wäre. Der Kollege. So, ich hoffe mal, das hat keiner mitbekommen. Und deswegen... Oh, jetzt habe ich die Musikbox im Gesicht. Kannst du mir die Ding... diese Box mal... Danke. Ist aber auch furchtbar. So. Ich hoffe mal, da ist jetzt keiner. Dann werde ich mir nämlich auch noch den schnappen hier. Zack. Wie schön die immer schnarchen. Da sind sie ganz friedlich auf einmal. Na, mach da Pause. Komm hier. In die Raucherecke. Wie geht... So. Ich glaube... Soweit habe ich hier alles beseitigt. Jetzt sind nur noch da drinnen die bei dem blöden Hume. Oh, wie viel sind das denn? Sag mal, hat der eine kleine Privatarmee um sich geschart, die feige Ralle. Da oben ist auch noch einer. Könnte ich jetzt durch die Wand greifen? So. Das wäre toll. Ich müsste die doch irgendwie rauslocken können. Ist das möglich? Au! Du kommst jetzt aber nicht hier raus, Kumpel, oder?
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich würde sagen, Blitzmine und Gesundheit. Ja, ich würde sagen, ich gehe das von der anderen Seite aus an, weil wir wissen ja, es gibt noch ein eingestürztes Gebäude. Von dem habe ich mich damals auch mit Corvo genährt, um Dao zu besiegen. Im Gegenzug, ja. Falls ihr es noch nicht wusstet, wir spielen auch Corvo in diesem Abschnitt hier und müssen dabei Dao töten. Wenn wir möchten. Wir können ihn natürlich auch nur betäuben, wenn wir schnell genug sind. Aber er ist ein harter Gegner, so viel sage ich mal. Da draußen ist auch noch eine ganze Menge... Oh, was hier für Leute rumrennen. Guckt's euch mal an. Unglaublich. Da werde ich mir glatt mal einen Speicher gönnen. Ach, natürlich siehst du mich. Oh, was? Was zur Hölle? Hallo. Nee, da war nix. Da war nix, Kumpel. Oh, oh. Hoppala. Eieiei, ich muss hier so aufpassen. Ich glaube, das hier oben wird mein Lager sein für die Typen. Ein Betäubungs... Noch ein Betäubungsbolzen. Sehr schön, sehr schön. Wow, was? Wo denn, wer denn, wie denn, warum denn? Da hat mich doch gar keiner... Leute, ihr verarscht mich doch hier gerade, oder? Ja, ihr verarscht mich gerade. Wie hat mich... Da hätte mich doch gar keiner sehen können. Macht doch mal nicht so eine Dinger hier. Warte mal. Habe ich denn genug Runen? Das ist die Frage. Ich habe eine Rune, toll. Kostet 2. Hätte ich mir lieber Zeit für Langsamen geholt. Dann könnte ich nämlich hier schön alles ganz leise, still und heimlich erledigen. Ja, ihr wisst vielleicht, wie ich meine. Aber warte mal, das scheint auch kein schlechter Moment zu sein. Einen habe ich schon mal. Die anderen müssten das eigentlich mitbekommen haben, oder? Hallo, mein Kumpel da unten. Bester Kumpel. Oh, oh, oh. Ihr seid ein paar Idioten, ganz ehrlich. Wie viel Aufladung hat denn so eine Narkomine eigentlich? Aufstehen, sofort. Gib auf und zeig dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Ich bin kein Schwächling. Kannst du aber einen drauf lassen, Kumpel. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Oh, 3 Stück leider nur. 3 Aufladungen hat das Teil. Sofort. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ja, bin ich. Irgendwo bin ich schon. Hey, aufwachen. Ich finde, hörst du mich? Guck mal, die sind ein bisschen behämmert, oder? Jetzt geht er wieder und jetzt sieht er sie wieder und sagt wieder, aufwachen. Ich weiß, dass du hier bist. Bin ich gar nicht. Meine Hände langweilen sich schon. Ja, dann sag ich nicht, was du jetzt... Such dir was aus, gibt genug Beschäftigungsmethoden. Eradice. Wir wissen, dass du hier bist. Ja, wissen wir. Das wissen wir beide, mein Freund, aber es wird nichts nützen, vor allem dir nicht. Der Feigling ist geflohen. Ja. Feigling bin ich nicht, aber ich bin schon geflohen, da hast du recht. Moin. Na, der Kumpel hier, guck mal. Ich weiß, wer gleich schlafen geht. Schade, dass ich nicht ranzoomen kann. Das vermisse ich hier ein bisschen mit Daut. Mit Corvo. Oh, ich kann ranzoomen. Was bin ich denn für ein Eumel? Ich wollte gerade schon sagen. Da unten ist ein Assassine. Ah, du bist gerade ein bisschen schlecht, Kumpel. Sonst würde ich dir jetzt einen Pfeil ins Gesicht jagen. So ist gut. Hauptsache, du fällst nicht die Treppe runter, weil das ist tödlich. Das haben wir schon kennengelernt. Also ihr habt kennengelernt. Schon wieder so ein armes Schwein hier. Von meinen Leuten auch noch. Ich glaube, die da unten sind mir erstmal egal. Warum rennt denn keiner von euch in die Mine rein? Das finde ich uncool. Aber gut. Kommt noch. Ich hör's schon. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Nochmal in die Finger? Ich glaube, du hast da so einige Tagfantasien. So Tagträume, sagt man ja. Ja, ja, ja. Wenn ihr mich findet. Aufseher-Angriffspläne, was ist das denn?
Handelsgebäude, da sind wir gerade. Die Rutshaw, die Greaves-Raffinerie, ja, auch die kennen wir, da waren wir ja schon. Und Rutshaw-Tor. Was interessiert uns das, das Rutshaw-Tor? Vielleicht müssen wir darüber ja später fliehen. Diese Karte zeigt eine koordinierte Säuberung des überschwemmten Bezirks. Aber die Aufseher haben sich nicht an den Plan gehalten. Jemand muss ihnen das gesteckt haben. Wo bist du? Mir reicht's, ich verschwinde. Ja, verschwinde. Die Gebote muss ich jetzt nicht lesen. Der Jedermannsorden. Na? Habt ihr. Gut. So. Hört sich auch ein bisschen komisch an, finde ich, der Jedermannsorden. Zeig dich. Nein, ich zeig mich nicht. Hör doch mal auf jetzt die ganze Zeit. Du bist ja schlimmer als die Leute, die die ganze Zeit sagen, Facecam, Facecam, Facecam. Ah. Total überbewertet. Ja, ich weiß, hat jetzt nichts. Egal. So, Betäubungsbolzen, sehr schön. Gefangener Assassine. Oh, wenn ich das schon sehe, diese Schallwellen, dann weiß ich ja gleich, was abgeht hier, ne? Wie viele Pfeile habe ich dann noch? 12 Stück, das ist gut. Gut, das ist gut. Nicht darunter fallen. Nicht darunter fallen. Ach, alter Schwede. Ja. Sag mal. Ich weiß, dass du hier bist. Ich höre dich, Mistkerl. Es geht einfach nicht. Du kannst die Hälfte zu mir. Ja, ich weiß, das war jetzt absoluter Fail. Aber ich lasse es. Ich lade das nicht. Zerschneiden Sie das Seil. Meine ja. Herren. Ich warte auf Ihr Signal. Das kannst du gern tun, Kumpel. Was ist das denn? Ach, das ist eine Ratte. Ich dachte eben. Bist du denn? Ach, normale Bolzen. Bericht zum Pumpsystem. Bucheintrag. Stehendes Wasser. Nicht mehr als knöcheltief. Etwas muss den Abfluss blockieren. Logbucheintrag. Der Abfluss wurde gesäubert und das stehende Wasser ist kein Problem mehr. Achtung, das Pumpsystem ist für größere Wassermengen möglicherweise ungeeignet. Bucheintrag. Hüfthohes Wasser. Erneute Abflussprobleme. Die Buchhalter werden zur Arbeit schwimmen müssen, wenn nicht bald etwas am Pumpsystem getan wird. Buchantrag. Mein letzter Tag in Rutshaw. Morgen trete ich eine neue Stelle an. Ich habe erneut meine Bedenken zum Pumpsystem geäußert. Mein Nachfolger sollte als erste Amtshandlung den Ventildruck und die mechanische Integrität des Systems untersuchen. Boah, kannst du machen. Ja, das war eben richtig fail, aber gut, ich meine, das sage ich ja, diese blöden Fuzzis mit den Maschinen da, die kann man quasi nur von hinten treffen. Also wenn man sie von oben oder von vorne irgendwie anschießt, keine Chance. Ach, guck mal da. Oh, so ein Pennersack hier wieder. Oh. Hat keiner gehört? Das ist gut. Gut. So. Ich lasse dich gerade liegen. Ich hoffe mal, du ertrinkst jetzt nicht in dem knöchelhohen Wasser. Oder ihr? Ja, kann auch schon peinlich sein, in der Pfütze zu ertrinken, nicht wahr? Ich warte auf Ihr Zeichen. Das ist nett von dir. Was heißt... Nein, genau so muss es sein. Ich bin immerhin dein Boss. Na? Ach, guck mal, schön. Du brauchst einen Mist, brauchst du. Ja, ihr seid mal jetzt alle ruhig. Jetzt habe ich sie doch erledigt, ne? Die wollte ich mir eigentlich aufsparen. Also, was heißt aufsparen? Ich wollte sie eigentlich gar nicht erledigen. Oh, guck mal. Betäubungsbolzen und Mana-Elixier. Ein herrenloses Tagebuch. Ich habe mich hier einigermaßen eingerichtet. Zum Glück ist Rutshaw wie leergefegt. Hier oben bin ich vor gelegentlichen Plünderern und Überflutungen während eines starken Regengusses geschützt. Ich würde gerne in mein Büro im Handelsgebäude zurückkehren, um dort noch meinen alten Büchern zu forschen. Aber dazu fehlt mir bislang der Mut. Früher oder später habe ich keine Fleischkonserven mehr. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Wer braucht Mut, wenn er verzweifelt ist? Das stimmt wohl. Ich glaube, Verzweiflungstaten, die sind noch ein bisschen krasser als Sachen, die man aus Mut tut, weil aus Mut handelt man, glaube ich, nicht leichtsinnig, oder? Oder mit Mut. Aha, Aufseher Hume. Und da oben ist noch die Rune. Ah, Knochenartefakt, heiliges Wasser. Was haben wir denn da Schönes?
Das Trinken von Wasserhennen bringt dir eine kleine Menge Mana zurück. Ja, gut. Nö, eigentlich nö. Ach, da ist das Knochenartefakt. Ah, da drüben sind wieder 10 Millionen Aufseher. Guckt's euch an. Also Wachleute. Die Litanei der Weißen Klippe, das ist auch ein Buch, das wir gelesen haben. Oder wir kennen es zumindest. Wir haben es nicht unbedingt gelesen, zwangsläufig. Ach, guck mal. Die ist nicht mal ausgelöst worden. Ihr Pfeifen. Für euch habe ich wieder Pfeile verschwendet, nicht wahr? Also ich glaube, hier ist jetzt wirklich langsam Ende Gelände. Da muss ich mich wohl wieder ins Haus begeben. Schade, schade. Es hat so viel Spaß gemacht hier draußen. Naja. Je nachdem, wie man Spaß definiert, gell? Wow. Warum bin ich denn da eben zur Seite weggedrückt worden? Irgendwas hat mich da weggeschoben. Fehlt dir etwa der Arm? Ja, tut er. Ist da noch was? Oh oh. Da patrouilliert echt noch einer. Anna, schau mal an. Ja, kann ich halt nur nichts von gebrauchen, leider. Das ist ärgerlich. Oh, da bimmelt's. Ja, da bimmelt's wieder. Oh, meine Güte. Meine Güte, ist es hier voll. Guck's dir an, du. Und die kann ich nicht mal einzeln aussondieren. Und natürlich ist wieder so ein Fuzzi hier mit Musikbox, nicht wahr? Bitte, bitte, bitte dreh dich nicht um, Kumpel. Nein. Oh, verdammt normal. Ja, Fischfutter. Du bist Fischfutter, du Arsch. Dann mache ich das halt anders. Geht ja nicht. Geht ja gar nicht. Oh, jetzt kommt er auch noch hierher, ne? Ja, guck mal runter. Du siehst mich wahrscheinlich sowieso nicht, du Vogel. Warum? Warum der jetzt? Der da. Der, genau der. Der hat mich eben kurz gesehen. Warum auch immer. Oh, ihr seid mir so ein paar Pfeifen, nicht wahr? Ja. Ja, Kumpel, geh mal weiter. Und tschüss. Oh. Shit. Nee, das lade ich jetzt. Das sehe ich nicht ein. Das war total bescheuert eben. Warum der Idiot sich auch so doof drehen muss. Oh, warum ruckelt es denn jetzt so? Ja, ja, die Nachladeruckler, ne? Die kennen wir alle. So, ich warte nur drauf, bis ihr da jetzt reinlauft. Hä? Waren wohl nur Ratten. Ich bin so blöd. Die sind ja auf dem Stockwerk. Lass doch mal. Halt Dice. So. Oh, oh, oh. Warten, zu mir. So. Ich hoffe mal, ihr sterbt nicht, wenn ihr die Treppe runterfallt. Das wäre jetzt extrem unangenehm. Na, oh, ich kann ja nicht. Verdammt. Mach den Mist aus jetzt. Keine Chance. Zeig dich. Oh. Er ist immer noch da, oder? Ja, natürlich. Jetzt wäre die Musik aus. Oh, ich hoffe, ihr seid alle nur bewusstlos, ihr Pfeifen. Wo ist er denn hin? Hä? Ich höre es. Ich erwarte Ihr Signal. Warum ist das jetzt ein Bug? Da liegt doch der Typ mit der Musikbox. Ja, guck mal, da habe ich sie gerade weggekickt sogar. Ich speichere mal kurz und lade das Ganze nochmal, den Spaß. Ja, war ein Bug, okay. Ah, ich habe alle Assassinen befreit, das ist schön. Alle bewusstlos. Oh, da liegt ja noch einer von meinen Leuten. Gar nicht gut. Haben sie die einfach abgeschlachtet? Diese Penner. Oh, das Knochenartefakt möchte ich gerne noch haben. Das wird auch das letzte sein. Und
Wacher Geist, was haben wir denn da Schönes? Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Ja, uninteressant. Aber Leute, ich würde sagen, ich mache hier nochmal eine kleine Pause. Lasst mir doch gern was da, also einen Kommentar und eine Bewertung, würde mich sehr freuen. Ja, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn ich Aufseher Hume platt mache bei Dishonored, The Knife of Dunwall.